Willkommen zurück, liebe Leute, bei 4 Chaoten vs. Wild. Heute aber werden wir versuchen, nicht in ein Feuer zu laufen. Mit dabei sind Hiski. Hallo. Und Marina. Hi. Und natürlich Buggy. Moin. Und meine Wenigkeit, die bestimmt in Feuer laufen wird. Ich bin doch keinmal ins Feuer gelaufen, ich möchte das gerade betonen. Ne? Kann jemand das Bett fertig bauen? Vielleicht. Wir haben ein Bett. Ja. Setz ein Bett aus Stöcken. Und da sind wir jetzt alle drauf. Das sieht super bequem aus. Ja. Ich finde es schön, immer, wenn man speichern will, dass das dann also, dass die Musik dann kommt. Das ist dein Bett, weil es direkt neben dem Klo. Oh, perfekt. Da kann ich einfach seitlich aufs Klo fallen. Hey. Mein Gott, die wird hier schon wieder da. Ja, ich habe gesagt, er soll Pause machen, der arme Junge. Hilfe, danke. Boah, ich kann ihr was geben. Was? Das konnte ich vorher nicht. Ja, warte. Bevor der Pause macht. Ihr seht so aus, als... Ich hab nichts. Ihr seht so aus, als würdet ihr irgendwas beschwören mit so einem Buch oder so. Kohle, Stöcke und... Sonst würdest du eine Gebrauchsanweisung vorlesen. Man kann ihr die Pistole geben und den Peilsender. Nein, bitte gib ihr nicht die Pistole. Nein. Marie, aber ich hab bei mir nicht. Ich meine, wie machst du das denn? Weil ich hab... du musst I drücken, dann kannst du irgendwie in ihr auf ihr Inventar zugreifen. Ja, das schon. Ja, also meine Sicht ist gerade ein bisschen arschlastig, muss ich sagen. Soll ich ihm mal meine Pistole geben? Einfach nur, ist die geladen? Nee, ne? Ist die keine Munition? Ich kann nichts machen. Ja, natürlich. Gib der, du musst Frau auf Q. im Bikini ruhig die Pistole. Du musst auf Q oder R drücken. Ja. Er sieht einen Peilsender jetzt. Ja, gut. Das war doch mal eine gute Idee. Über ihrem rechten Nippel. Ich glaube, sie mag uns, da bin ich mir ganz sicher. Hey, ich glaube, die chillt hier jetzt einfach und weg ist sie. Okay, schade. Ah, gut, ich habe eine Schwachstelle gesehen. Also ich glaube, Buggy mag sie nicht. Schade eigentlich, naja. Also, die war sofort weg, als sie dich gesehen hat. So. Ich glaube, unser Fleisch geht langsam aus, kann das sein? Ja, das habe ich auch schon gerade eben gesagt. Ich gehe da mal jagen. Nee, wir alle wollten doch jetzt... Ich glaube, ziehen wir mal alle los, oder? Alle? Ja. Okay. Gut, Calvin, du kommst mal mit. Nee, lass sie mal bitte Stöcke weiter sammeln. Okay, dann mach mal Stöcke. Und fülle Lager. Und füllen, ne? Ja. Behälter füllen. So. Hat einer von euch schon einen funktionierenden Bogen mit Pfeilen? Ja. Das Lachen von dem ist voll witzig. Wenn er die Befehle annimmt. Kann jemand noch hier Flachsbeeren einpflanzen? Hier. Ich hab den gerade mal ausgerüstet. Den Bogen. Ich kann damit nicht interagieren, deswegen ist mein Problem. Ja, magst klar, du stell dich einfach Seite drauf. Wir haben hier voll das große Publikum, ne? Wie kann ich denn hier was da was. Es ist sehr hakelig. Flachsbeeren wäre am besten. Aber ich kann doch hier gar nichts pflanzen, oder? Wie pflanzt man denn? Ja, eigentlich sollte man... Ach nee, aber da ist wahrscheinlich schon was gepflanzt, weil das so ein Erdhügel. Das kann sein, ja. Wie viele Steine habe ich denn noch? Hat der Boden geschmeckt? Drück einfach G. G? Dann steckst du es weg. Sag mal, warum ist denn dieses Splipperin die ganze Zeit auf unseren Bären? Ja, lass sie doch, das ist halt der erste... Ne, da, der natürliche Dünger. Da. Oh, herrlich. So, dann, würde ich mal sagen, gehen wir einfach nach die Richtung. Ja, das Zeichen von unserer Stripperin, das sieht so aus wie ein Baumstamm unten auf der Map. Der wandern würde, wegen dem Peilsender. Ja, gut. Hätte vielleicht vorher was essen sollen. Ja, ich auch. Ich habe Hunger, aber dafür bräuchten wir ja Fleisch. Aber ich habe noch eine Ration. Die esse ich jetzt einfach mal. Oh, schön erstmal das Plastik wegschmeißen. Oh, ja, das finde ich auch nicht so gut, dass der das einfach so wegschmeißt, so richtig. Naja, hier ist zu wenig Plastikverschmutzung deswegen. Ich verstehe schon. So, gibt's hier Fische? Eine Schildkröte. Du schon wieder mit der Schildkröte. Gottes Willen, die arme Schildkröte, die hat's jetzt hinter sich, du. Ja, zwei Irre stützen sich mit dem Messer drauf. Ich hab das Fleisch. Das ist eine andere Schildkröte, ne? Das ist wirklich eine andere Schildkröte, oder? Ja, weil da haben wir jetzt nicht den Panzer aufgemacht. Hm, komisch. Die ist ein bisschen kleiner.
Druckerharz, oh, what? Was ist denn Druckerharz? Was ist das denn? Stand da grad. Dafür kann ich nichts. Ach, das ist. Ich hab gedacht, das wäre ein Affe. Alter. Ui. Alter, war auf einmal unter meinen Füßen. Hisky, wir brauchen ich Fleisch. Lauf okay. Ich lauf nur in die Richtung, mehr mache ich doch nicht. Wir brauchen Fleisch, aber wir brauchen nicht so ein Fleisch. Absolut, er ist nur schlagend in die Richtung gerannt. Oh Gott, das sind richtig viele. Was, viele? Wo bist du? Ja, das sind 2, 3, die uns verfolgen. 1, 2 viele, ich verstehe schon. Buggy springen wäre, glaube ich, nicht so schlau, weil dort verbrauchst du mehr Ausdauer. Ach so. Ich weiß auch, warum ihr ganze Zeit immer so viel Ausdauer verloren habt. Ihr seid immer gesprungen, die ganze Zeit. Oh, das ist ein Reh. Ja. Links. Links? Links von uns. Oh ja, warte. Na, ist vorbei. Da ist noch eins. Nee, ich geh mal wieder zu euch. Ich hab's verpasst. Aber kann man den Speer irgendwie noch verstärken? Ja, super. Jetzt hat das Reh meinen Speer hinten und rennt weg. Sorry, links. Du nimmst, weil das kommt auf dich zu. Ach, verdammt, daneben. Ja, warte, ich bin auch noch da. Ich glaube, ich hab's erwischt, oder? Was, wo ist es? Ist dieses Speer mit dem... Nein, das liegt hier. Ah, sehr gut, da ist mein Speer. Haha. Sehr gut. Jetzt mal. Lief doch. Schön, dass wir es beide gleichzeitig machen. Oh, ich habe Haut gefunden. Oh, Weidenbrötchen kann man auch essen. Ja, Alter. Das ist danke, richtig Buggy. Viel Fleisch. Ja, viermal. Das war schon mal eine erfolgreiche Jagd. Was ist das zum Essen? Weidenröschen kann man essen. Weidenröschen. Ach du liebe Güte, Weidenröschen. Ah, Eichhörnchen. Aber ich glaube, die braucht man für Heilzeug. Wenn ihr die seht, solltet ihr die mitnehmen. Alter, lass mich das Ding doch treffen. Ja, ich will, aber du bist im Weg. Ich treffe sie ganz. Okay, dann. Ja, wen gib ich fast tot? Du Eichhörnchen. Ich laufe den jetzt nicht weiter. Ich laufe jetzt diesen Weg hier entlang. Jetzt renn, Junge. Schnauf ja, meine Ausdauer ist auch wieder fast weg. Alter, Marina links, Buggy und Tori rechts. Ich laufe einfach den Weg entlang. Hallo, ich war richtig im Jagdinstinkt. Aber hat leider nicht. Da ist Reh, das ist ein Eichhörnchen. Hast du das? Ist da. Ja, Moment, ich werf drauf. Ich hab voll daneben geworfen. Nein, es hat getroffen. Oh, ich glaube, ich hab daneben geballert. Ich nein, weiß das nicht. Der blöde Speer steckt hinten im Reh drin. Wo ist das Reh dann? Gibst du meinen blöden Speer wieder her? Ich hab Heidelbeeren gefunden. Großartig. Ich versuche es zu treffen, aber... Dieses blöde Reh ist viel zu schnell. Ich bin kein Aim-Gott, sag ich dir gleich. Das ist mir bewusst. Schon dreimal daneben geballert mit dem Pfeil. Jetzt hab ich's. Ich hab's. Hier, komm her. Schön. Alter, das lief gut. Jetzt hab ich einen Fliegenpilz gefressen, ich Depp. Der neben dem Reh lag. Sehr gut. Oh, herrlich. Also ich habe gerade richtig viele Heidelbeeren gefunden. Es gibt richtig viel Fleisch. Ernst gut. Ja. Hallo, kriege ich nochmal meinen Pfeil wieder, du räudiges Ding? Ich kann das Fleisch gar nicht mal mehr nehmen, so viel ist es. Komm, erstmal so. Ja, best sense. Lief perfekt. Hallo, ich habe den getroffen. Oh. Das Spiel sagt nein. Wie viele Stöcke kann man denn sammeln? Ja, wo ist es denn? Da. Jetzt habe ich volles Inventar von Stöcken, okay. Ach, du bist von einem Stein aufgehalten. Pilze kann man übrigens nein, der essen. Geht durch den Stein. Das Reh cheatet. Frechheit. Jetzt ist es weg. Oh, wie lange läuft denn das? Das ist ja furchtbar. Du darfst gleich noch eins, Marina. Was, wo? Links von dir. Links? Das ist, glaube ich, verschwunden. Das ist despawned. So, ich habe einen Vogel gefangen, damit ich ein bisschen mit euch mithalten kann. Bist eine Disney-Prinzessin. Aber das ist nur für die Federn, ich krieg kein Fleisch raus. Da ist noch eins, Buggy vor dir. Oh Gott, jetzt bin ich vor so einem blöden Baumstamm hier. Wir sollten versuchen, die Tiere einzukesseln, also dass wir die so umranden und dann halt, dass sie nicht so direkt in eine Richtung weglaufen. Ich habe eins gefunden.
Schnell hinterher, Hori! Nein, 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 das ist viel zu schnell. Ja, ich habe keine Ausdauer. Das ist mein Problem. Scheiße, ich habe keine jetzt Pfeile steckt mehr, jetzt steckt so ein Speer im Reh drin. Das sind sogar zwei. Der macht so wie so ein Dreck. Das Reh. Oh, so ein Dreck. Ich kann auch keine mehr herstellen. Ich habe keine Federn. Also einmal habe ich es erwischt. Jetzt lauf doch, Mann! Das läuft direkt auf dich zu, Buggy. Buggy! Euch kommt ein Reh entgegen von mir, von meiner Seite aus. Ja, warte. Reh entgegen? Kommt Reh? Okay. Ja. Wo denn? Von mir. Von... Es ist so ein paar Mal gehittert worden, also dreimal habe ich's. Warte. Jetzt. Ich hab das auch einmal, aber das ist unsterblich, das da ist. So. Er ist tot. Ja. Aber gut gemacht. Ja, habt ihr das erwischt? Wir haben eins erwischt, ja. Wow. Richtig viel Fleisch. Ah, schön. Schön nachgeschlagen. Aber jetzt muss ich mal Medizin zu mir nehmen. Schade. Ich hab keine. Oh, doch, da. Glaubst du, dass ich meinen Speer wiederfinde? Ja, naja, ist bei allem Pilz. Ich hab meinen auch verloren, da irgendwie beim Jagen. Ja, du kannst ja jederzeit neuen. Obwohl, wir müssten mal irgendwelche Lager finden oder so, ja, ne? Ja, aber auch ein Klebeband, ne? Sind das diese grünen Punkte? Ich hab keine. Ich weiß es nicht. Weiß ich nicht, wir sind am Anfang mal hingegangen in der ersten Folge, aber irgendwie war da dann nichts. Klebeband war da schon, also bei den Koffern ist schon irgendwie Klebeband. Ach, man sieht auch ganz genau, wo man hinwirft, wenn man Reste gedrückt hat. Ja. Ja, dann gehen wir mal zum grünen Punkt, wenn ihr wollt. Ja, ich bin schon hinter dir. Okay. Ich folge euch mal unauffällig. Okay, dann hättest du aber nicht sagen dürfen. Mist. Ey, ihr da vorne, ich folge euch mal unauffällig. Okay. Ihr werdet mich gar nicht sehen. Aber ich sehe dich doch. Das bin ich nicht. Yeah, ich hab wieder Feige. Sonnenbrille aufsetzt. Jetzt siehst du mich nicht mehr. Ich finde die Kennzeichnung der Spieler finde ich gut. Mit dem, dass du so einfach so einen Buchstaben hast, der dann. Ja. Und jetzt stell dir mal vor, alle heißen gleich irgendwie. Und dann. Ja. Ne, alle fangen mit dem gleichen Buchstaben an. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Maggie Bird. Maggie Bird. Merman, Horror Guy. Merman. Misky. Also, wenn Buggy und ich ein Spiel spielen, dann müssen wir Maggie heißen. mit Y aber, ne? Nicht mit I. Herrlich. Eigentlich wie das Gewürz, habe ich gedacht. Du weißt, Maggie ist eine Firma, ne? Ja. Die Würze heißt einfach nur Würze. Ja, ich weiß. Man sagt ja trotzdem, aber komm, da tue ich schon ein bisschen Buggy mit rein. Sag mal, was sind das? Das sind Unterwasserhasen. Warum? Das ist unglaublich. Ich bin abgerutscht und hätte ich den bestimmt gekriegt. Ich habe Lachsbären gefunden. Yeah. Ich glaube, wir sollten auch nicht zu lange mit dem Fleisch rumrennen, sonst wird es schlecht, ne? Ach, es wird ein Tag schon wir so ein Lagerfeuerchen machen würden und so ein bisschen Fleisch drauflegen würden, hätte ich nichts dagegen. Okay, ich mach mal eins. Boah. Nicht das, so, meine Fresse. Rechtsklick drauf, Rechtsklick. Hm. Zack. Okay, ich habe keine Ahnung, wie das geht. Wie geht das? Es ist irgendwie, du musst diese Stücke zerbrechen, ne? Oder so. Ja, aber wie macht man das? Warte. Wo habe ich jetzt meine Stücke ließ? Wie man Lagerfeuer macht. Erklär uns das mal. Ihr müsst einen Stock in die Hand nehmen. In die Hand, okay. Und dann so auf den Boden gucken, bis so ein Symbol kommt mit so zwei. Ah. Und dann so nochmal. Aha, und dann könnt ihr anzünden. Ja, aber dann brauchen wir... Jetzt haben wir alle was gemacht. Ja, haben wir halt drei oder vier Feuer, ist doch gut. Geht schneller. Das ist ziemlich viel Fleisch auf den armen kleinen Feuer. Wird schon schief gehen. Muss nur warten. Oh, was ist das hier? Wird auch langsam wieder dunkel, ne? Also, wir haben genug Licht. Lachsbeeren, die sind auch genießbar, lecker. Ja, ich weiß. Der haben wir auch angepflanzt, der eine. Ganz blöde Frage, wie schmeißt man denn das Fleisch aus Feuer? Was willst du denn? Du musst dieses Feuer so. Du musst dieses Lagerfeuersymbol oben drüber haben und dann cool halten. Ah, jetzt sehe ich es. Okay. Wer sieht cool aus? Der Typ, der da im Wald steht. Nee, das ist kein Bart.
Hey, Junge! Pass auf, ich tu dir nichts. Ja? Oh mein Gott, sie hat mir Bären gebracht! Was? Und da läuft ja, was. Alles gut, der tut dir nichts. Da bin ich mir ganz sicher. Wo ist er denn hin? Und Tattoos. Glaub mir, alles gut. Ach, da oben. Ich treffe ihn nicht. Aber sie hat mir Bären gebracht, das war ultra cool. Sie ist zu mir hingegangen, hat mir die Bären hingeworfen. Hey, guten Tag, na, wie geht's? Der lacht uns aus, ne? Ja. Ey. Okay. Okay. Junge. Okay. Ist Hisky wieder schon am Morden und Brandschatzen? Ah ja, ich seh's. Er hat zuerst angegriffen. Und plötzlich liegt die Leiche drauf. Ja, das ist. Wir haben das Knochenparty, haben wir es immer genannt, ne? Das ganze Fleisch ist weg. Habt ihr es alle gegessen? Ich hab meine zwei Stücke gegessen. Ich hab deine auch. Zwei Stücke. Ja, dann war ich erst mit für Essen voll. Also ich hab den Rest mitgenommen. Kannst du nicht mitnehmen, oder? Doch. Ja, doch, du kannst es nehmen. Ich hab auch ein bisschen was mitgenommen. Ich kann sonst kannst der Marine abgeben. Ja, wie geht das? Abgeben? Du. Warte mal, ich glaube, ich kann es. Drückst eh auf jemanden und dann. Ach so. Geht direkt geben. Kannst, wechseln. Huch. Ach, das sind die Knochen da. Warte. Ja. Hier. Aber wie gesagt, die Knochenrüstung ist jetzt doch etwas schwerer zu craften als vorher. Man braucht nämlich auch nochmal Klebeband. Hier liegt noch ein Knochen bei mir. So. Fleisch beworfen, sehr gut. Hier liegt noch ein Knochen. Dann isst mal Marina. Ja, so. So, ich muss noch mal ein bisschen was trinken. Ist perfekt alle gegangen. Sollen wir vielleicht irgend so ein Lager aufbauen oder sowas? Ja, wer. Sag mal, ist da irgendein Licht oder ist das irgendwer von uns oder? Wo? Da hinten. Ich sehe da kein Licht. Nee, ich hab wieder von uns da. Ein Licht. Hey, da war safe ein Licht hier. Ich vielleicht kann das ist das Kelvin, der hat doch so ein blaues Licht am Anzug, ne? Das war normal. Also so der ist zu Hause. Ach so. Das war so. Außerdem ist es die Virginia, die hier herumläuft. Mhm. Ja, wir bräuchten vielleicht ein Zelt. Warte. Ja, können wir mal ein bisschen, was ist das hier? Eine Plane? Mhm. Ich sehe das. Ach nee, das ist bestimmt eine Spiegelung irgendwie, so eine komische. Plane und dann auf den Boden packen. Ja. Hopp. Und dann Knüppel drunter. Zack. Sehr schön. Ei, ei, ei. Speichern wir mal hier. Gott. Ich komme da gar nicht hin zu dem Icon. Da. So. Ich will schlafen. So. Hätten wir vielleicht. Na Gott, jetzt haben wir wieder Hunger gleich. Zwei von vier wollen schlafen. Drei von vier. Alle. Ach nö, Essen ist noch gut, okay. Sehr schön. Ja, aber Wasser nicht. Aber hier ist gleich der Fluss. Morgen. Direkt am Fluss, ja. Guten Abend. So, erstmal schön hier trinken, ne? Ja. Gemeinschaftlich. Aber nicht reinpinkeln, bitte. So, auf weiter zum grünen Punkt. Hoch. So, gerade aufgestanden, schon geht's weiter, ne? Mit Rennen. Wer baut was ab? Das Zelt hatte ich mal wieder abgebaut, ne? Ach so. Das zerfällt doch. Also, das nicht zerfällt, aber das. Kann geht man doch kaputt, wieder abbauen. Oder? Kannst du Plane wieder mitnehmen? Krass. Cool. Mit C lange gedrückt halten. Ich hab versucht, aber irgendwie hat's nicht funktioniert. Hm. Ups. Jojojo. Erstmal die Map aufmachen. Hier ist ein Lager oben. Bei mir, wo ich gerade bin. Das ist noch nicht der grüne Punkt, aber hier ist irgendwas. Ach, da hinten ist. Oh mein Gott, ey. Ganz Zettel, warte, hier ist voll viel. Dosenöffner! Okay. Dosenöffner? Hosenöffner. Aber für welche Hosen? Oh, ich esse Müsli. Boah. Teller gibt's hier auch, krass. Also unter Wasser habe ich so spontan erstmal nichts gefunden. Ach, Gott sei Dank, Klebeband. Hank, you spent all this time getting up a golf course and you haven't ordered any golf clubs or balls? Balls. How are you supposed to play golf? Mehr als Goldstein. Hank. You spent all this time setting up a golf course and you haven't ordered any golf cups or balls. How are we supposed to play golf? Miles Goldstein.
Los. Danke für den Raid, auch wenn gerade kein Raid-Alarm ist, weil das eine Live-Let's-Play-Aufnahme ist. Ob diese aber E-Mail danke. Existiert? Danke, danke. Sonst würde man, hätte man jetzt einen Raid-Alarm. Von daher, sorry, dass es keinen Raid-Alarm gibt. mgoldstein@puffinindustries.com. Oder müssen wir hinschreiben? Hm. Oh. Mehrere Anleitungen im Inventar verfügbar. Schön. Da oben sind die Müsli. Crunchies, Wunchies, alles klar. Energieriegel. Ah. Lord, auch das funktioniert an Live-Let's Play der Aufnahme nicht. Ah, schade, ich hab keinen Stoff. Aber ich könnte mal kurz wechseln. Das wär, ist ja für die auch nochmal kein Problem. Da kommt auch der Raid-Alarm und so alles dann. Ist ja kein Beinbruch für die Aufnahme, das hört man ja eh nicht dann. Das ist das Schöne. Ach ja. Aber schön, so, ihr könnt ja auch eigentlich auch bleiben, ne? Ist eigentlich nett hier, bei diesem Toten, ja. Wer kriegt das Zelt vor mit dem Toten? Ich hau ab. Ihr könnt euch da allein euch drum kümmern. Hilfe. Marina, weißt du, was mich die ganze Zeit wundert? Was? Du bist noch kein einziges Mal auf meinen Chat eingegangen. Du hast noch nie was dahin gefragt oder so. Ich hab's vergessen. Obwohl, du bist so fixiert aber drauf gewesen sonst. Ja, guten Abend, lieber Chat von Hiski. Na, wie geht's heute? Alles gut? Ich hab euch natürlich nicht vergessen. Ihr seid immer, ne? Ja. Ne? Ihr seid immer... Dieser Spitz jetzt! Schachtelhalm. Ja. Alter, guck dir das an. Und dann kannst einfach durchlaufen. Und du siehst voll keine Spinne und da passiert nichts. Was? Ja, krass. Geht's dir gut, Whisky? Siehst du das nicht? Hä? Die Spinne? Das Spinnennetz da oben. Ich sehe das Spinnennetz, aber ich sehe... Siehst keine Spinne? Ich denke nicht. Genau in der Mitte vom Spinnennetz. Nö. Hä, jetzt ist sie bei mir auch verschwunden. Komisch. Lol. Also wenn du würdest meinen Stream reingucken, würdest du das sehen. Wir sind richtig begeistert, weißt du, die Mutanten, also kein Problem. Warum so ein Spinnennetz? Boah, Spinnennetz. Boah. Da ist sogar eine Spinne drin im Spinnennetz. Boah. Da war doch irgendwas. Also Marina, ich lese jetzt mal die Nachricht vor, ja? Guten Abend, Stimme im Teamspeak oder Discord. Danke der Nachfrage. Zum Wochenende geht's uns natürlich gut, hoffe dir auch. Ja, mir geht's auch gut. Richtig süß. Oh, lieb. Das ist das einzige Mal, wenn ich eigentlich auf den Chat eingehe. Eigentlich nur mit der Aufnahme von euch. Wir sind am grünen Punkt vorbei, Leute, oder? Der grüne Punkt ist genau hier. Warte. Aber was ist hier? Eine Höhle. Oh no. Was? Okay, jetzt bin ich gespannt. Ich gehe rein. Du bist schon reingegangen? Ja. Was ist das? Wie Sie sehen, ja, natürlich gibt es hier kein GPS, war klar. Boah, ist ein bisschen dunkel hier, hä? Da musst du. Alter, Alter, du siehst so schrecklich aus. Ich bin der alte Mann aus der Höhle, fürchte mich. Ja. Ich stoße Leute mit dem Stock. Hä, wieso kann ich denn hier. Ach so. Ich denke, wir sind auf jeden Fall bereit für diese Höhle. Oh. Das ist dunkel. Das ist weniger eine Höhle. Was? Das ist ein Bildschirm. Wir brauchen auf jeden Fall Fackeln, glaube ich. Oh, endlich Counter-Strike spielen. Oder auch nicht. Da hinten geht's zur Freiheit hinaus. Helmet, Arm, Chest, Leg, 250 Milliliter mal 10, okay. Tim LeBlanc, okay. Schaltet nur was im Travel erstmal hier alles. Sim. So, Bücher, lesen kann ich eh nicht, egal. Sagt das eine, wie man Feuerpfeile herstellt? Oh, hier ist so ein 3D-Drucker, ein Helm? Ich fass es nicht. Boah, Klebeband ohne Ende, wie gut. Ach, jetzt verstehe ich auch das Druckerharz. Ja, Oh, lol, der druckt. Er druckt was? Wie cool. Pfeile. Cool. What, das ist ja cool gemacht. Sag mal, dieser Typ, war das nicht der, der uns, Oh, man kann jederzeit... Oh mein Gott. Oh, das ist cool. Hat? Das war doch der, oder? Oh, was? Pfeile. Oh, wie er halt weiterdruckt. Wie geil. Ja, du musst einfach halt nur Druckerharz nachfüllen. Ja, doch, ich hab's so gesehen. Oh, hier sind auch mehr Pfeile. Kohlefaserpfeile, Armbrustbolzen. Oh mein Gott. Aber es gibt kein... Oh, hier ist ja richtig viel Loot.
Meine Pfeile. Das ist ja so cool gemacht. Das ist und, ja geil. Ja, einfach hier wieder zack, drucken. Und man sieht ganz genau, wie viele Liter noch drin sind und wie lang das braucht. Ist ja geil. Und noch mehr C4-Ladungen. Und noch mal Crunchy Funchies. Das ist cool. Mega gut. Jetzt fehlt nur noch eine Armbrust. Du musst es nicht jedes Mal nachfüllen, ne? Wie viele Pfeile kann man eigentlich tragen? Wo sind kann die? Ich auch mal welche kriegen? Achso. Ach, nur einer kann die aufsammeln. Ja, kann nur eine aufsammeln. Ah. Echt? Okay. Bin ich mal gleich gespannt. Oder ist ein kleiner Staubsauger-Roboter? Ja, wo? Sammeln wir auf. Ach da. Ja, ja tatsächlich. Okay. Man kann 15 Sekunden. Alle 15 Sekunden kann man jetzt Pfeile kriegen. Ich wüsste nur gerne, wo die im Inventar sind. Ist das hier das Geheimversteck von dem Typen? Ja. In dem orangenen Koffer. Ich sag's euch ungern, aber ich habe den Staubsaugerroboter getötet. Ich habe im orangenen Koffer gar nichts. Bitte was? Da war ein kleiner Staubsaugerroboter und ich habe aus Versehen reingestochen. Im schwarzen Koffer? Ernsthaft? Ja, ohne Scheiß. Da habe ich auch keine Pfeile. Da habe ich nur die Pistole. Es geht ihm gut, es geht ihm gut. Weil bei mir sind die. Ach, wie süß! Das ist ein bisschen kaputt, aber ansonsten geht's ihm gut. Im schwarzen Koffer oben. Weiter. Hier. So. Und im orangen Koffer auch oben im Deckel. Also wir müssen ihn so oft treffen, bis er wieder fahren kann. Aber das ist witzig, wenn du mit der Axt draufschlägst, dann geht er in die Höhe. Okay, gefunden. Fährt er wieder? Ja, er fährt wieder. Sehr gut. Wir spielen jetzt, Alter, wo ist der bei euch? Bei mir ist er hier, wo ich stehe. Der ist bei uns im Gang nach... Wo führt eigentlich dieser Gang hin, will ich das wissen? Wir werden es gleich erfahren. So, jetzt reicht's aber mit den Pfeilen für mich. Huch. Hilfe! Hilfe. So. Oh, es wird hell. Geil. Hiski geht schon mal vor. Und Hori auch, okay. So. Ja, ich war da hinten auch noch nicht, also. Boah, was ist denn hier? Also, ich wollte noch die Pfeile nehmen und dann. Oder wolltest du die haben, Buggy? Nee, nimm mal. Ich mach, kann da nachher. Können wir den Akkuschrauber hier nicht mitnehmen? Ja, ne? Also das bräuchten wir. Bei unserer Wiese einen Staubsauger. Ja. Staubsauger? Akkuschrauber, habe ich gesagt. Ach nee, ich glaube, du meinst den Robo. Wow. Oh, mit Schlüsselkarte, die fehlt aber. Ich höre da Musik hinter. Schön. Kann leider nicht anklopfen. Wo könnte so eine Schlüsselkarte der wohnt hier sein? Ja, die müssen wir wahrscheinlich finden. Hab ich mal gesehen, dass man auch andere Sachen drucken kann? Trinkflasche, Maske, Enterhaken, Techmesh, Schnitten. Ja. Krass, wie? What? Ja. Ich druck mal. Was druckst du jetzt? Eine Trinkflasche. Ist gut, cool, dass wir genug Druckerharz gefunden haben, ne? Steht denn da? A ship. Könnte immer auch theoretisch das da craften. Let's not. Ach, mit R. Maske. Ja, mit R müsst ihr, genau. Why? Was ist denn Tech-Mech? Keine Ahnung. Gucken wir einfach mal. Keine Ahnung. Es sieht, okay. Warte, sind das vielleicht die 10-mal das da? Da kriegt man die komplette Ausrüstung? Könnte sein, ja, aber so viel Drucker hat's, glaube ich, habe ich tatsächlich nicht. Also ich habe nämlich keins mehr jetzt. Ich habe noch 400. 400? Ist das? Ja, ist relativ rum links. Ach, neben den Crunchy Munchies. Mhm. Hä, was ist das denn, was wir gedruckt haben? Das ist so ein... wo ist das im Inventar? Das ist Draht, das ist Uhren, das ist da. Das ist das Zeug hier im Inventar zu finden, ey. Ach, da unten. Kombinieren. Mal gucken, was man damit machen kann. Tech-Rüstung. Tech-Rüstung, oha. Oh, krass. Auf jeden Fall Klebeband. Draht. Mhm. Eine Leiterplatine. Und Batterien? Tatsächlich. Lustig. Tatsächlich, das ist ein Stück Tech-Rüstung. Okay, cool.
Also braucht wirklich dann, ne, das, was da dem da zu sehen ist. Na. Hat es jemand genommen? Ich mache mir Kannst du nochmal noch geben. eine Trinkflasche kurz. Also. Also bin ich überfordert mit meinem Inventar hier. Wo ist denn? Was ist das denn? Ich will erst Peilsender nehmen. Tierhaut. Da. Bitteschön, ich habe dir eins gegeben. Das ist, unter den Steinen ist das praktisch. Alter, das geht dann noch weiter nach rechts. Okay. Ich habe eine taktische Jacke. Kann ich die tragen? Ja, ich trage sie wahrscheinlich schon. Oh. Ich hätte mich gerade in die Stewardess-Kleidung. Oh. Wo wir auch für ein paar Folgen alle diese Stewardess-Kleidung getragen haben, ne? Ja, deswegen ja. Ich brauche auch eine Trinkflasche. Ich glaube, jeder braucht mal eine Trinkflasche. Ich hab schon eine. Okay, ich habe noch keine. Marina wahrscheinlich auch keine. Nee. Gut. Müssen wir eigentlich abmoderieren oder so? Ja, sind jetzt bei 31 Minuten, ne? Ja, lass das so. Nimm die Trinkflasche und ich nehme die nächste. Dankeschön. Dann könnten wir jetzt abmoderieren. Soll ich warten, bis die fertig ist oder gleich? Nö, nö, kannst währenddessen schon machen. Ja, dann vielen Dank, Leute, dass ihr heute dabei wart. Schaut auch gerne bei den anderen Leuten vorbei, nämlich bei Hiski Hallo. und Buggy Tschüss. Bird. Ciao, ciao. Hey. Und natürlich die liebe Marina. Ja. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Chaostag.